Hallo, Captain Knuck hier mit einer neuen Folge von Delicious 8. Emily's Wonder Wedding. Wir sind jetzt bei Episode 3, meine ich. Und Tag 1 und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. So, da wird wohl jetzt das Kleid ausgesucht. Das ist ja der Ausstatter. Er sucht jetzt ein Kleid. Er sucht ein Kleid für seine Hochzeit. Nein, er sucht natürlich einen Anzug, ist klar. In Irland, Mom, Emily und ich lieben uns. Hast du das realisiert? Erinnerst du dich an Iris? Why can't you just accept that Emily is the one for me? Okay. I can deal. Just hope fate can as well. Okay. Mom geht ins Restaurant. Und wir haben ganz normale Kundschaft, die wir zu bedienen haben. Okay, keine Sonderaufgabe. Außer, dass wir halt versuchen müssen, auch mal die Maus wieder zu finden. Aber im Moment ist der einzige Kunde, den wir haben, jemand, der lange überlegt, was er eigentlich essen will. So. Lassen wir den ein bisschen warten. Denn, oh, wir haben jetzt auch Rosen. Ich fürchte, dass irgendwann mal die Zeit kommt, wo das ja alles durcheinander ist. Und das wird dann nicht so schön. 3 Rosen. Bezahlen, sehr schön. Schaffen wir es vielleicht noch? Ich glaube, das könnte was werden. Die 3er-Kombo voll zu kriegen? Jawohl, sehr schön. Das gab fette Punkte. Und wir schauen. Maus ist nicht zu sehen. Dann schnappen wir uns hier das Schnittchen. Da ist die Maus. Wir haben sie gefunden. Gut, dann, damit haben wir schon mal den Bonus. Und dann dürfte es jetzt einfach nur noch regulär weitergehen. Mit dem hier und dem hier. Warten wir aber noch ein bisschen. So, 1, 2, 3 Rosen. So, dann kriegst du das, dann kriegst du das. Dann wird hier sauber gemacht. Und wir haben wieder eine 3er-Kombo. Sehr schön. So muss das laufen. Ganz beruhigt und ganz gechillt. Und nicht so stressig wie mir letztens mit der Einladung mit dem Officer. Das war ja krankhaft. So viel Versuche, wie ich da gebraucht habe. So, okay. Den können wir, glaube ich, gleich bedienen. Weil der Rest wird einfach zu lange dauern. Hier kann man noch warten. Der Tisch möchte 3 Donuts und Schnittchen. Wir warten aber trotzdem noch. So. Das hier und das hier und das hier. So, hier ist das Herzchen weg. 1, 2, 3. Ganz schnell. Komm hier runter, bitte. Und kassieren. So, der möchte sicher wieder 2 Donuts, aber wir machen erstmal hier. Es ist ja nicht mehr. Jetzt ist nichts. Oh, verdammt, falsch. Das hier. Kommt, Kiddies. Ihr kriegt euer Essen. So, dann gibt es einmal das mit dem hier. Und den Rest machen wir hier mit Donuts voll. Einmal hierher, einmal kassieren. Gut. Donuts. Und Bacon-Schnittchen. Ist schon da. Dann bitte einmal hier runter. Hier wird der Tisch sauber gemacht. Dann hier gibt es hier noch 2 Donuts. 1 und 2. Ach, wir haben jetzt 3 Tische. Okay. So, vielleicht schaffen wir es ja noch, dass die hier fertig werden mit ihrem Essen. Dann können wir nämlich hier wieder eine Triple-Kassierung machen. Was nicht schlecht wäre. Was aber nicht gelingen wird, da jetzt die junge Frau gekommen ist. Dann müssen wir es so machen. So, hier muss der Tisch sauber gemacht werden. Dann kommen die vielleicht noch. In der Zeit können wir vielleicht noch das hier, diese junge Frau hier noch bedienen. Und mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. Na komm, steh auf. Steh auf, Alter. Alte, Entschuldigung. Und alle 3 kassiert. 1, 2, 3. Hier wird schnell sauber gemacht. Hier das Eis fertig gemacht. Das Schokoeis rübergebracht. Du möchtest einen Salat. Und ein Wasser. Natürlich. So, da oben ist gleich noch Dings fertig. Gebt mir das mal ab. 1, 2, 3 Rosen. Kriegst du jetzt. Und... na, kleines Mädel, entscheide dich mal ganz, ganz schnell.
Kommen Sie. Zwei Salate. Kommen sofort. Und kassiert. Und sauber gemacht. Und kassiert. Sehr schön. Also das normale Ziel haben wir schon erreicht. Mal gucken, ob wir jetzt noch das Expertenmenü schaffen. So, Eis und... ich denke, das ist auch eine gute Kombination. Eis und Eierschnittchen. Natürlich. Ist schon da. 1, 2, 3. Donuts sind unterwegs. 1 und 2. So. Dann bekommst du jetzt das hier. Und wir warten ab. Wir warten, wir warten. Das Restaurant ist geschlossen. Das ist eigentlich... Na gut, der Tisch ist ja richtig schön voll besetzt. So, du möchtest also ein Eis. Und ein Donut. Zack und zack, der Tisch wird sauber gemacht. Hier gibt es noch drei Blumen. Der Tisch wird ebenfalls sauber gemacht. Du kommst jetzt hier runter zum Tisch. Und ihr beide bezahlt. Wir sind auf jeden Fall Experten und haben die volle Punktzahl erreicht. Wow! Sehr, sehr schön. Und da geht's auch schon weiter. So, Mom, Emily and I have decided to hold out reception here. Okay. The change in wedding date made it impossible to book any other wedding. Okay. Ah, the evil spirit. Ja, the evil spirit. Ich bin der evil spirit, Alter. Ah, there never was a spirit. What? It was just Snuggy. Who had fallen into the... Okay. Na? Ich habe ziemlich doll auf die Maus geklickt. Ich hoffe, ihr habt das gehört oder nicht gehört. Snuggy, what have you done? Leave that poor bird alone. Ich glaube, der Vogel ist tot, oder? Nein, der lebt. Wow, auferstanden. Mensch, das sieht aus wie ein Phönix aus der Asche. Resurrection. Zombievögel greifen an. Oh, eine Krähe. Oh! Schlimm, 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 schlimm. I will never set foot in this town ever again. Oh! Egal, wir sind Experten. Und weil wir so geil sind, continue! Day 2! Emily, this incident, they're just one incident is a consequence. I'm telling you, our wedding is cursed. Oh, vergiftet, also wirklich. Ja. Jetzt fängt die nämlich auch schon an. Ach je, Emily, Emily, Emily. We can figure this out, but only if we stick together, okay? Ja, stick mal together. You're right, Patrick, I'm sorry. Ach je. Was haben wir denn hier? Taubenkacke! Ah, okay, das heißt, ich muss sie nebenbei sauber machen. Ich sehe das schon. Could you clean the upstairs window later today? Was? Ach so. Aber jetzt haben wir wieder Co-Emily, mein... Was, mein Schmetterlings... Oh, was ist das denn? Oh Gott, nein! Macht er was? Oder warum steht er jetzt da? So, okay, wir haben jetzt zu tun. Wir müssen hier Scheiben putzen. Ich sehe das ja schon. Oh, das geht ja flott. Na, dann so lange können wir den noch warten lassen. Was ist das denn? Okay, wir haben eine Scheibe geputzt und eins, zwei, hier rüber. Und ich schätze, du willst Donuts. Eins und zwei und rüber. Und was möchte die Dame? Eins, zwei, drei und rüber. Alle drei kassieren und sofort Scheiben sauber machen. Sofort! Junge Frau. So, 100%. Ich glaube, das können wir ganz beruhigt und gechillt hier abgehen lassen. So, kriegst du das. Und nee, ich warte mal nicht. Wir machen das hier mal sofort. Und laufen sofort los und putzen Scheiben, Baby. Die anderen müssen sich ja eh noch entscheiden.
was sie zu essen und zu trinken haben wollen. Oh, da ist eine Entscheidung gefallen. Das ist natürlich nicht so prickelnd, dass das so schnell ging. So. Dann einmal das hier. Natürlich müssen wir hier auch wieder ein bisschen rumtricksen, denn wir wollen ja auch den Expertenmodus wieder erreichen. Das heißt, wir warten jetzt ein bisschen, geben ihm jetzt das, was er haben möchte und putzen jetzt einfach mal Scheiben. Denkst du? So. Und so. Dann geht's hier rüber. Dann schnappen wir uns hier ganz schnell den Salat. Das Schnittchen. Das Ei. Dann hier rüber und lassen alle zahlen und machen hier den Tisch sauber, Baby. Yeah! So, was will denn der kleine Bursche? Donut und Schinken. Ja, wie wär's mit einem Schinken-Donut? Meine neueste Erfindung. So, bedient bist du schon mal. Dann laufen wir jetzt mal ganz schnell hierher. Machen hier den Tisch sauber. Und laufen jetzt ganz schnell zurück und kassieren hier mal ab. Holen uns hier die 4 Donuts. Bitte einmal hierher. Dann machen wir hier weiter sauber, 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 sauber. Wischi, waschi, wuschi. Und ja, jetzt schnell, aber flott. 1 und 2 und 1 und 2. Das ist fast wie Sport. So, abgegeben und jetzt wieder sauber machen. Weil wir lassen die warten, denn wir möchten ja den Sonderbonus haben. Der uns ja ein bisschen was bringt. So, da gibt es einen Salat und eine Brause. Und hier gibt es auch was zum Putzen. Salat, Brause hingestellt und den Dreierbonus. Yeah! Alter! Event ist auch completed. Uns fehlt jetzt noch die Maus. Die müssen wir noch schauen, dass wir die auch irgendwann erwischen. Es wäre jedenfalls schön, wenn das irgendwie machbar ist. So. Oh, da gibt es Sonderbonus. Das wusste ich gar nicht. So, wo ist die Maus? Ich sehe die Maus nicht. Ich sehe sie nicht. So, dann warte mal kurz. So, was ist das denn? 1, 2 und 3. Von jedem was? So, hier wird sauber gemacht. Und die Maus ist noch nicht zu sehen. Hier wird auch sauber gemacht. Dann machen wir hier erstmal 3-mal abkassieren. So. Das, das und das. Was? Das. Das. Und das. Nee, hä? Warte mal. Das hier. Dann eigentlich die rote. Und dann die hier. Wieso klappt das denn nicht? Wie soll das denn bitte schön gehen? Leute, ich verstehe das nicht. Hier kommt das hin, das ist klar. Dann das hier und jetzt die weiße? Nee. Das. Das. Jetzt nochmal das? Was soll denn der Scheiß? Irgendwas stimmte gerade nicht. Wie soll ich denn bitte schon die hier verteilen? Das Level werden wir auf jeden Fall wiederholen müssen. Auf jeden Fall verschwindet er jetzt. Das ist natürlich weniger schön. Beziehungsweise, das war nicht so gedacht. Ah, das mit den Blumen nervt jetzt doch schon ein bisschen. Dass das nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Da muss ich mir noch was überlegen, wie das Ganze funktionieren soll. Ich glaube, das übe ich da einfach nochmal. Hier bitte sauber machen. Dann gibt es hier noch den Salat. Und die Brause. Und dann sag mir, was du für Blumen haben möchtest. Okay, gelbe. 1, 2, 3. Kann man kriegen. So, eine Dreierreihe kassiert. Sehr schön. Und da kommt noch einer. Den kassieren wir auch gleich noch ab. So, die Zeit ist außerdem auch rum. Und wir haben noch 2 Leute. Ich glaube, den Expertenmodus schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber das ist halb so wild, denn ich werde das Ganze wahrscheinlich nochmal wiederholen. Denn ich muss ja irgendwie sehen, wie ich das mit den Blumen hinkriege. Weil das geht ja mal gar nicht. Okay, Expertenmodus haben wir nicht erreicht. Halb so schlimm. Wir werden den Mist morgen nochmal wiederholen. Was ist morgen? Das nächste Mal nochmal wiederholen.
Vorher schauen wir uns das Ganze wahrscheinlich nochmal an. Spring cleaning. Hi, Mom. No, I just want everything spotless. Looks like this is the spot here. Oh. Emily, watch out. Oh, da ist Dr. Tatsächlich. Oh je. Ein weiteres schlimmes Omen. Ja, ganz genau. Mensch, ist mal ein bisschen nass geworden. So, das Kleid ist jetzt auch weg. Hi, Emily. Ready to try on some more dresses? I was looking for the dress I chose the last time. Oh, I'm terribly sorry, but someone bought it already. Ah, oh. Alles ist verflucht. Ach je. So, wir haben es nicht geschafft. Und wir werden das nochmal wiederholen. Wir werden also ein Replay machen von dieser Mission, von Tag 2. Und zwar genau dann, wenn ich das mit den Blumen kapiert habe. Und das zeige ich euch dann natürlich. Ansonsten erstmal tschö, tschö.